Hi! Das wunderbare Thema Prokrastinieren, Aufschieben, nicht umsetzen, was du dir vorgenommen hast, um wichtige Ziele in deinem Leben zu erreichen. Das ist das Thema des heutigen Videos und kennst es auch, dass du versuchst, das mit noch mehr Anstrengung, mit noch mehr Disziplin, mit noch mehr Plänen durchzusetzen und irgendwie mag das nicht funktionieren, dass du so, ja, morgen. Und du wirst immer frustrierter und frustrierter und ja, zweifelst an dir selber, dann bist du hier genau richtig, weil ich dir nämlich erklären werde, warum Disziplin zwar wichtig ist, aber nicht das Entscheidende, wenn du jemand bist, der immer wieder Dinge vor sich herschiebt. Also, das Thema Prokrastinieren ist mir natürlich nicht fremd. Ich glaube, jeder weiß, dass er schon mal Dinge vor sich herschiebt. Wenn es aber so ist, wie vielleicht bei dir, dass du, wenn wir dein Business anschauen, vielleicht auch dein eigenes Business, du zum Beispiel Mitarbeiter einstellen möchtest, das nicht tust, ein neues Projekt in Angriff nehmen möchtest, das nicht tust, du in die Sichtbarkeit gehen möchtest, das nicht tust, auch hier mal ein Video zum Thema Sichtbarkeit, du vielleicht im Bereich Gesundheit, das ist so der klassische Bereich, mehr Sport machen möchtest, regelmäßig Sport machen möchtest, vielleicht möchtest du auch wieder regelmäßig Zeit für dich dir nehmen, für deine Freunde, für das, was dir wichtig ist und du schiebst es immer weiter vor dir her. Und dann merkst du irgendwann, boah shit, ich krieg's irgendwie nicht hin. Das frustriert dich, es frustriert extrem, weil im Grunde genommen können wir sagen, dass Prokrastinieren das Gegenteil ist von Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet ja, dass du wirksam bist, dass du deine Ziele erreichst, deine Aufgaben erledigst, die du für richtig hältst in deinem Leben. Das ist übrigens auch für mich die Definition von Erfolg. Und Prokrastinieren steht ihm ziemlich im Weg. Und noch eine kleine Side-Story. Ich habe 4 Jahre lang an einer Uni gearbeitet. 90% der Studierenden kamen zu mir aufgrund von Aufschieben und Prokrastination, von Bachelorarbeit und Masterarbeit. Und in keinen Fällen hat es irgendwie geholfen, mit denen noch einen Plan aufzustellen, noch eine Struktur und noch mehr Anstrengung und Druck auszuüben. Nein, im Gegenteil, denn darum geht es gar nicht. Und du bist wahrscheinlich an einem Punkt, wo du sagst, boah, Christine, ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen kann, endlich meine Dinge umzusetzen für mehr Gesundheit, für mehr Erfolg, für mehr Geld im Business, für mehr Erfüllung, für mehr was auch immer. Und ich sagte jetzt, es gibt 3 Hauptgründe, warum Menschen aufschieben. Erstens, deine Gefühle und zwar allen voran die Angst. Wenn Menschen aufschieben und du kannst du dir mal Gedanken machen, okay, wovor habe ich eigentlich Angst, wenn das eintritt? Was sind die Konsequenzen? Es werden irgendwelche Veränderungen stattfinden. Zum Beispiel kann es sein, wenn du Mitarbeiter einstellst, das Beispiel von gerade eben, dass du die Kontrolle loslassen musst, dass dann vielleicht etwas nicht so wirklich läuft und unbewusst hast du da Angst davor. Es kann sein, dass wenn du komplett ein neues Projekt startest, sei es irgendwas im Business, was du schon mal machst, sei es irgendwas Handwerkliches, keine Ahnung, du möchtest auswandern, es ist egal, dass du dann denkst, okay, ich krieg das vielleicht nicht hin. Also die Angst zu versagen, zu scheitern, das sind Selbstzweifel. Auch hier mal das Video zum Thema Selbstzweifel schaust dir gerne an. Eine andere Angst ist, wenn du dich veränderst, wenn du Dinge machst, die dein Leben rundum verändern werden. Zum Beispiel habe ich jemanden in meinem Coaching, der möchte halt aus dem Job raus und möchte was mit Finanzen aufbauen in dem Bereich. Und das steht im Konflikt mit seiner Frau. Und das heißt, das zu tun steht eben in Verbindung mit Konflikten und möglicherweise auch mit Ablehnung, möglicherweise sogar Verlust. Das heißt, wenn du dich veränderst, dann passen vielleicht gewisse Menschen nicht mehr zu dir und gerade so gut rein. Das heißt, du könntest diese Menschen verlieren. Ne? Auch wenn man jetzt denkt, im Bereich Selbstständigkeit, ich habe auch gemerkt, ich habe mich selbstständig gemacht und mein Freundeskreis hat sich verändert, weil einfach das Mindset ein anderes ist. Das heißt nicht, dass die Personen nicht mehr wichtig sind, aber man hat halt vielleicht nicht mehr so viel zu reden. Auch das ist häufig eine unbewusste Angst. Also du kannst zusammenfassen, Angst vor Veränderung, Angst vor dem Versagen, Angst vor Verlust, Angst vielleicht auch vor Sichtbarkeit, was auch immer. Es sind also Ängste, die dich aufhalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kannst du nicht mit Druck rangehen. Das wird deine Angst, ja, wird das nichts ausmachen. Sie wird sie maximal verstärken. Der zweite Grund und die zweite Ursache ist, dass du möglicherweise keine Energie hast. Ein anderes Beispiel aus dem Coaching. Ich habe einen Geschäftsführer und der sagt so, boah, Christine, es nervt mich so sehr, ich kriege einfach die Dinge nicht umgesetzt. So sei es im Bereich Gesundheit, er möchte mehr Sport machen, sei es im Bereich eigenes Business aufbauen. Und wir haben eruiert, dass er so viele Stunden arbeitet, 12 Stunden plus, dass er einfach platt ist. Wenn du also deine Zeit damit vergeudest, ich möchte das mal jetzt so ein bisschen böse sagen,
Dinge zu tun, die dich nicht voranbringen oder die vielleicht da sind, um anderen zu gefallen. Das heißt, du priorisierst nicht dich, du setzt keine Grenzen. Thema Abgrenzung, auch hier mal ein Video. Dann bleibt da nicht mehr viel Energie übrig. Denn alles, was irgendwie mit Ungewissheit zu tun hat, wo du Aufgaben hast, die vielleicht irgendwie Anstrengungen benötigen, also Energieaufwand, Sport ist ein Beispiel, was Neues zu machen ist auch ein Beispiel. Das braucht natürlich Energie und du musst es irgendwo hernehmen. Nur dein Wille und auch deine Energie sind begrenzt. Deshalb schau einmal, wo verschwendest du möglicherweise Energie und Zeit für Dinge, die eigentlich nicht so wichtig sind, wie das, was du machen möchtest und auch für Dinge oder für andere Menschen, die vielleicht in dem Moment die Priorität bekommen. Sei es die Familie, sei es die Freunde, was auch immer. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte Hauptgrund ist, dass das, was du machen möchtest, eigentlich gar nicht deinen Werten entspricht. Und da gehen wir nochmal eine Ebene tiefer. Weil es kann auch sein, dass das, was du machen möchtest, eigentlich das ist, was andere vermeintlich von dir wollen, was die Gesellschaft dir vorschreibt, was aber gar nicht dein Innerstes wirklich erfüllt. Das sind also die Werte, ja, das, was dich wirklich, wirklich glücklich macht. Und da ist es manchmal gar nicht so leicht zu gucken, okay, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich? Stehe ich für Freiheit und Autonomie und passe mich aber vielleicht viel zu sehr an? Wenn du sagst, okay, ich möchte eigentlich mehr Umsatz machen und dafür muss ich XYZ machen, vielleicht ist Geld gar nicht dein Treiber. Vielleicht möchtest du eigentlich lieber zum Beispiel frei sein oder möchtest eine sinnerfüllte Tätigkeit haben. Auch das kann dahinter stecken. Das heißt, schau mal, ob das, was du machst, wirklich das ist, was du machen möchtest. Manchmal sogar ist es so, dass dieses Aufschieben eine Art von Trotzreaktion ist. Meine Eltern haben mir immer gesagt, das war damals bei den Studierenden so, das kann man aber übertragen auch auf dich, studiere, mach, also aus dir soll was Gutes, Tolles, Großes werden. Und im Prinzip ist dieses Aufschieben ein Boykott von wegen, nö, das, was ihr wollt, mache ich nicht, als Rebellion, weil das auch nicht wirklich das ist, was ihr wollt. Das kann aber auf alle möglichen Bereiche kannst du es übertragen. Das ist, wie gesagt, du merkst schon, bei allen drei Punkten, das ist nicht ganz so leicht, eben mal zu lösen und zu erkennen. Und deshalb ist halt ein Sparringspartner oder ein Coach immer gut. An der Stelle, wenn du möchtest, trag dich gerne ein. Unten ist der Link für eine kostenlose Strategie-Session mit mir. Dann können wir zumindest schon mal schauen, was bei dir die Ursachen sind. Ob wir dann zusammenarbeiten, werden wir sehen. Ich habe im letzten Jahr weitaus mehr als 50 Menschen geholfen. Mit Studierenden waren es weitaus mehr als 300, 400. Und Studierende sind auch nur Menschen, nur eben gerade zu einem anderen, in einem anderen Lebenszyklus, sagt man nicht, sagt man in einem anderen Stand im Leben, so. Aber das ist egal, weil Mensch ist Mensch und diese drei Gründe sind die Hauptgründe, warum du aufschiebst. Und was eben du jetzt vielleicht auch versuchst, ist, sagst, okay, ich habe vielleicht Angst, ich habe, keine Ahnung, Energieverlust und Wert und jetzt versuche ich trotzdem nochmal, das mit Disziplin zu machen oder mir einen Plan zu machen. Wie gesagt, es wird bei diesen drei Gründen nicht funktionieren, sondern du musst dieses Problem an der Wurzel anpacken. Und diese Ängste, Angst vor Ablehnung, Angst vor Verlust zum Beispiel, hat damit zu tun, dass du wahrscheinlich frühkindliche Verletzungen erfahren hast. Der Begriff Trauma ist sowieso einer der missverstandensten überhaupt. Also es muss nichts Großes sein, sondern wenn du erfahren hast, okay, wenn ich mein Ding mache, beispielsweise, dann bekomme ich nicht mehr die Liebe und Zuneigung meiner Eltern, dann wirst du das Tun nicht vermeiden, das heute zu tun und setzt eben auch keine Grenzen, ziehst dein eigenes Ding nicht durch. Und das muss man eben an der Wurzel packen. Die Verletzungen darf man heilen. Das reicht nicht, wenn man einfach über ein Gespräch darüber spricht, ah, okay, es ist Angst, okay, dann darüber hinwegzugehen. Manchmal geht das, in manchen Fällen geht das aber nicht. Das heißt, Prokrastination, mangelnde Umsetzung, Aufschieben hat ganz häufig eben mit Trauma zu tun, mit diesen frühkindlichen Verletzungen, die wir erfahren haben. Auch das Thema, wenn du sagst, ich setze mich zu sehr für andere ein und nehme zu wenig Zeit für mich und habe keine Energie für mich. Auch das ist ja im Grunde genommen einfach nur eine Sache von, ich passe mich an. Ja? Die Rebellion der Eltern, was ich gerade zum Schluss gesagt habe, ist auch eine Art von kindlicher Reaktion. Das hat eben, wie gesagt, mit diesen frühkindlichen Verletzungen zu tun. Wie du die auflöst, habe ich in vielen anderen Videos erklärt. Es geht darum, diese Gefühle wirklich zu fühlen, in der Tiefe reinzugehen, das über Meditation zu verändern und dann im nächsten Schritt aber auch in die Umsetzung zu kommen. Und auch da ist so ein Coach oder so eine Begleitung, in welcher Art auch immer, überhaupt nicht schlecht.
Weil so, du kannst nicht erwarten, wenn du diese Ängste auflöst, dass du dann auf einmal umsetzt, sondern es ist einfach leichter. Ja, es kostet weniger Überwindung, ja, aber es kostet immer noch ein bisschen Überwindung. Und es ist ja, sind ja ganz neue Steps, neue Strategien. Nicht mehr Anpassung, sondern deinen eigenen Weg gehen. Nicht mehr rebellieren, deinen eigenen Weg erkennen und gehen. Und das braucht an der einen oder anderen Stelle mal so einen Stupser oder auch ein paar Impulse mehr. Von daher kann ich dir einfach nur empfehlen, dir jemanden zu suchen, wenn du schon ewig aufschiebst. Denn im Grunde genommen ist nichts schlimmer, als am Ende des Lebens festzustellen, scheiße, hätte ich das mal gemacht? Und ich habe es einfach immer wieder vor mir hergeschoben und habe es einfach nicht hinbekommen. Das ist ziemlich deprimierend. Du weißt doch, du kennst den Spruch, man bereut immer das, was man nicht gemacht hat. Deshalb wünsche ich dir einen wundervollen Tag, habe dir hoffentlich mit diesem Video schon ein paar mehr Indizien gegeben, woran das liegen könnte, dass du nicht in die Umsetzung kommst oder in bestimmten Bereichen nicht in die Umsetzung kommst. Und wir sehen uns möglicherweise im Erstgespräch oder aber im nächsten Video. Bis dann.